weiter nach vorne schieben. Machen wir den Tisch noch ein bisschen nach vorne. Schön, dass du da bist. 2009 war er das letzte Mal da. Er ist aber seit 2009 auch Schirmherr in dieser Stadt. Wir freuen uns, Sie diesmal auch wieder zu sehen. Und als nächstes der Widersacher, der Kontrahent, der Herausforderer, wie heißt das beim Sport? Was war der Sport? Auf zum Match. Du Thomas Geisel. Du kannst gehen. Von der SPD. Denn ich will dir keiner sehen. Du kannst fahren. Du kannst gehen. Herr Geisel, du hast Ihre Traktoren gestellt. Genau. Herzlich willkommen auch bei uns fahren. Auf der Bühne. Wir werden ganz sicher einen kleinen spannenden Talk erleben. Wer mehr wissen will, soll im Rathaus anrufen. Und ich bitte jetzt wirklich, ich bitte wirklich um Aufmerksamkeit für diese interessante Gesprächsrunde. Du willst Fotos machen, dann lass mich einmal dazwischen, bevor die sich gegenseitig hauen. Gut. So für die alle, die nicht aus Düsseldorf kommen, vielleicht nochmal zur Erklärung, die beiden Herren, die hier uns flankieren von beiden Seiten, sind unsere Stichwahl-Oberbürgermeisterkandidaten für den 15. Juni hier in Düsseldorf. Und der zu ihrer, eurer Rechten ist der amtierende Oberbürgermeister Dirk Elbers. Herausforderer Thomas Geisel, der eine traditionell in der CDU, der andere in der SPD. Darf ich jetzt sehen? Und du kannst so langsam sehen, danke, dass du Land gewinnst. Lass das Mikro hier. So, die beiden Herren, herzlich willkommen nochmal. Ich gebe Ihnen jetzt auch exklusiv ein Mikrofon, das mache ich sonst ungern. Geht das irgendwie mit den Krücken und Magiehilfen, sagt man, ne? So, ich habe auch in der örtlichen Presse gelesen, Herr Elbers, Herr Geisel, es sei angeblich die einzige offizielle Zusammenkunft vor Medien und Öffentlichkeit bis zum 15.06. Also es wird kein weiteres Rededuell oder so geben. Ist was geplant, Herr Elbers? Ja, dann nutzen Sie das doch heute. Das tun wir auch. Herzlich willkommen allen hier zum CSD. So viel Zeit muss sein, es ist ein toller Tag, es ist ein tolles Wetter, es war, wie ich gehört habe, ein schöner Umzug und deshalb kann man den Tag und den Nachmittag jetzt hier nur genießen. Sie haben den Umzug gar nicht gesehen, habe ich jetzt gehört, weil Sie so viele andere Verpflichtungen hatten oder woran liegt das? Ja, leider. Also ich versuche eigentlich immer den Umzug zu sehen, aber es hat dieses Jahr nicht geklappt, weil die Termine jetzt so eng waren. Aber ich habe gehört eben, es war toll und das ist ja in jedem Jahr so und wie gesagt, heute bei dem schönen Wetter muss es ein Erfolg sein und das sehen wir jetzt auch hier, denn ist ja alles da und der Platz hier, der Apollo-Platz, ist sehr, sehr gut besucht. So soll das ja auch sein. Thomas Geisel dagegen, Sie sind heute mitgelaufen beim Zug in einer Fußgruppe, also nicht mal im Wagen. Wie war das für Sie so? Das erste Mal, erhebend, erniedrigend? Es war nicht das erste Mal, ich war das letzte Mal auch schon dabei. Was damals soll davon ehrlich sein, wenn der Elbers da oben? Diesmal zu Fuß, aber ja. Sie wissen ja, ich bin gut zu Fuß und ein guter Sportler. Hat riesig Spaß gemacht. Das ist ja immerhin schon mal ein Bekenntnis für unsere Zielgruppe heute. Das ist schon sehr schön, wenn Leute sich sehr aktiv beteiligen. Der Oberbürgermeister ist auch seit einigen Jahren Schirmherr dieses CSD. Was bedeutet das für Sie ganz konkret? Wo liegt dann, sagen wir mal, Ihre Aufgabe oder wo sehen Sie Ihre Aufgabe als Schirmherr eines Christopher Street Days? Geld verdienen! Also die Schirmherrschaft ist ja was Ideelles. Die Schirmherrschaft zeigt ja, wenn man eine Schirmherrschaft übernimmt, dass man dahinter steht, dass man die Veranstaltung gut findet und dass man sie ideell unterstützt. Und das ist ja das, was ich auch in Düsseldorf haben möchte und was wir in Düsseldorf auch leben. Denn wir sind ja eine sehr internationale Stadt, wir sind eine weltoffene Stadt, wir sind aber auch eine tolerante Stadt. Und das muss man, glaube ich, auch immer wieder sagen und leben. Und das kann ein Oberbürgermeister natürlich durch eine derartige Unterstützung, wie ich finde, sehr, sehr deutlich machen, weil wir eben auch viele internationale Gäste in der Stadt haben und wir eben wissen, dass es nicht auf der Welt überall in allen Städten möglich ist, den CSD so zu feiern, wie wir das hier in Düsseldorf tun. Es kam aber auch Kritik beim jüngsten Düsseldorf-Sportturnier. Da gab es auch eine Zusammenkunft mit Sportlerinnen und Sportlern aus Russland und dort wurde kritisiert, dass es
dort regelrechte Menschenrechtsverletzungen gegenüber Lesben und Schwulen gibt. Und dann kam aus dreien der Sportlern und der Düsseldorfer Oberbürgermeister hat sich da gar nicht deutlich positioniert gegen diese Diskriminierung. Ja. Nö, das ist nichts Typisches. Das machen wir auch damit zum Beispiel noch, dass ich heute hier bin. So, und dass wir die Gäste gerade aus Moskau. Ja, das müssen wir natürlich erleben. Das ist nicht so. Das ist kein Vergnügen. Das muss man mal deutlich sagen. Das ist kein Vergnügen, wenn man sich mal unterdrückt und sich nicht offen entfalten kann. Das macht keinen Spaß. Da sieht man mal, wie gut es hier eigentlich ist. Und natürlich haben wir im Rathaus die Gruppe, gerade die Sportgruppe aus Russland, ins Rathaus eingeladen zu einem Empfang. Um genau das deutlich zu machen, was sie gesagt haben. Dass sie nämlich hier in Deutschland und hier bei uns in Düsseldorf hoch willkommen sind. Und ich glaube, das ist das, was man von dem Oberbürgermeister erwartet und das tue ich auch. Thomas Geisel, aus dem Stand kann man sagen, von 0 auf 37,9% bei der Oberbürgermeisterwahl am vergangenen Sonntag in Düsseldorf. Wer Sie so gar nicht kennt, ich habe nochmal nachgeguckt, Sie kommen aus der Ostalb Ellwangen, wo auch immer das dann genau ist in Baden-Württemberg. Auf der Ostalb eben. Genau, auf der Ostalb, also Schwäbische Alb. Sie können wahrscheinlich richtig gut Schwäbisch, wenn ich es drauf ankommen lassen würde. Sie haben beruflich bei der Treuhandanstalt gearbeitet, dann bei Ruhrgas im Management, sind derzeit selbstständiger Rechtsanwalt hier in Düsseldorf. Was hat Sie getrieben, überhaupt so ein Amt wie Oberbürgermeister anzustreben? Haben die keinen besseren gefunden in der SPD? Nein, also zunächst mal muss man sagen, das Amt des Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt Düsseldorf ist mit die reizvollste Aufgabe, die man vorstellen kann. Das ist eine Gestaltungsaufgabe in einer großartigen Stadt, die noch ein riesiges Potenzial hat, die wächst, wo man wirklich was machen kann. Und ich bin im letzten Jahr 50 geworden und ich hatte immer gesagt, mit 50 möchte ich nochmal was ganz anderes machen. Und dann war es ein sehr, sehr glücklicher Zufall oder eine Fügung des Schicksals, dass ich gefragt wurde. Und da habe ich sehr schnell Ja gesagt und ich habe es nicht bereut. Im Gegenteil, das letzte Jahr war ein großartiges Jahr. Diese Stadt in all ihren vielfältigen Facetten kennenzulernen, war toll. Und jetzt sind wir kurz vor der Ziellinie und ich hoffe, dass ich am 15. Juni dann auch als Erster drüber gehe. Herr Elbert, mal Hand aufs Herz, als Sie am Sonntagabend so die ersten Hochrechnungen in Sachen Oberbürgermeisterwahl in Düsseldorf zugespielt oder gesehen haben, ist Ihnen so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, weil die Zeitung hatte Sie ja bei locker, aber jenseits der 50% gesehen und dann ist man... Das war eine Lüge, schon relativ Man muss einfach sagen, Umfragen sind, aber man darf Umfragen nie zu ernst nehmen. Das muss man immer vorausschicken. Ich glaube, das tut auch keiner der Kandidaten, dass man das mal darauf kommt es nicht an. Ich war mit meinem Ergebnis zunächst zufrieden, denn wenn man sieht, dass 46% sind ja nicht mal ohne. Das muss man erst mal erreichen. Und der Gesetzgeber hat es gewollt, dass man das im Bund und im Land nicht hat, also eine absolute Mehrheit. Weder der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin oder die Ministerpräsidentin wird so gewählt, aber in den Kommunen macht man das. Eigentlich weiß man gar nicht genau, weshalb das so ist. Und wenn Sie natürlich mit mehreren Kandidaten antreten, die Parteien, Einzelgruppen, Einzelkämpfer, die da auftreten, dann ist es natürlich auch nicht ganz leicht, das sehen wir ja in allen anderen Kommunen, wo das ist genauso, dann eine absolute Mehrheit zu bekommen, ist schon ziemlich schwierig. Und deshalb muss man einfach sagen, die Ergebnisse waren gut für die Kandidaten. So, und man hat so gewollt, dass man eine absolute Mehrheit braucht. Die hat keiner erreicht im ersten Wahlgang. Wie gesagt, das ist auch nicht unüblich. Und dann geht es in die Stichwahl. Leider muss man sagen, dann kostet viel Geld und ist eigentlich, wie gesagt, ein Novum für die immer in den Kommunen. Und jetzt geht es um die einfache Mehrheit und dann ist es das. Also so gesehen, glaube ich, kann sich da keiner beschweren an dem Abend. Okay. Jahre in Düsseldorf in Amt. Sie haben Herrn Erwin damals ohne Wahl erstmal beerbt, bevor Sie dann mit, ich glaube, knapp 60% gewählt worden sind. Kann es vielleicht auch sein, dass man so im Laufe der Jahre als Oberbürgermeister dann so manche Sorgen und Nöte von Bürgern einfach nicht mehr sieht, weil man im Rathaus auch so etwas wie im goldenen Käfig sitzt. Also ich sag mal, Menschen, die sich Düsseldorf finanziell nicht mehr leisten können, Menschen, die hier auf Wohnungssuche gehen und nicht das Geeignete finden oder... Ich denke auch Menschen aus sehr armen Ruhrgebietsstädten, wo die berühmten Zäune stehen, die dann in Düsseldorf zum Einkaufen oder zum Feiern sind. Kann es sein, dass sie manchmal einfach die gar nicht mehr so wahrnehmen?
Natürlich nimmt man die wahr. Ja, das war das völlig andere Voraussetzung. Das habe ich versucht zu sagen. Städte wie Düsseldorf und andere wachsende Städte wie Köln, wie München, wie Frankfurt, die haben ja, weil wir in natürlichen Grenzen leben, natürlich alle damit zu kämpfen, dass man Wohnraum schafft in allen Preislagen. Das ist nicht ganz einfach. Und das muss man, das machen wir in Düsseldorf, das macht der Rat so gut wie es geht. Aber nur hier, neue Gebiete, man kann aber nicht alles zubauen in einer Stadt, sie können nicht jede grüne Wiese zubauen. Ich glaube, das hilft kein Mensch. Man braucht auch eine Aufenthaltsqualität, also versucht man große Brachen, Industriebrachen, Güterbahnhofs Gelände zu bebauen und die nach Möglichkeit so zu bebauen, dass jeder etwas findet. Also man Lügner, da immer Lügner, 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 und das über den Zaun hängen, Sie haben das Lügner, ja gerade nochmal bewusst Lügner angesprochen. Ich sage das auch und ich bleibe auch dabei, wo es hinführt, wenn man über Schulden versucht, ein Wachstum zu machen, Ja, funktioniert. Das funktioniert. So einfach. Okay.